aber schon die erste Trophäe gekriegt. Die erste stimmt ja jetzt nicht so ganz, aber... Aus der Episode, mein Gott, nochmal. Looks like also dein Gott jetzt vielleicht nicht, aber euer Gott bin ich auf jeden Fall. Did fix up our boat, though. Ich bringe jetzt aber keine Opfergaben da, ja? Make sure she wears a life jacket, okay? Something tells me she's not gonna want to. Here's a way down. Ja, der sieht auch sehr sicher aus. Ich hab noch nicht die perfekte Sitzposition gefunden. Ich hab auch wieder viel zu viel Stuff in meinen Hosentaschen. Ich muss mal eben kurz hier... Ja, ich kenne das, aber ich kann daran nichts ändern. Du hast ihn bei dir in der Hosentasche, hast ihn abmontiert oder was? Du kannst das, ich kann das nicht. Hat auch Vorteile. Alter, überleg mal, Typ, also jetzt kein Witz, habe ich jetzt letztens vom Rettungsdienst gehört, ist ein Typ hingegangen und hat seinen Schwanz in den Staubsauger gehalten. Ist wohl nicht so gut ausgegangen, seitdem ist er gekürzt und hat halt eine Prothese gekriegt. Und da ist ein Knopf dran, dann kann er das Ding hoch und runter fahren. Also, was lernen wir daraus? Immer Hand anlegen wie den Staubsauger. Ja, ne? Bell Tower. That's what's up. Oh ja, einmal läuten, damit die auch wissen, dass es Abendessen gibt. Aber wie kommt man auf die Idee? Willst du jetzt rüberspringen? Klar. Ein Arm reicht. Sicher doch. Das wird aber nichts. Hallo, ich bin hier weg. Ja, hallo, da war vorhin Pfeil nach unten. Ja, Pfeil nach unten guckst du da. So, wir können jetzt mit dem sprechen. Mach doch selber, hier. Nein, ich möchte gerade nicht. Springen können wir nicht, gucken können wir, aber... Like the ones Mala used to draw the walkers around the city. Ja, das war's auch. Hey, super. How's the leg? It's doing a lot better. Thanks for going into Crawford for me. Even if it wasn't entirely for me. Clementine, too. She's tough as hell. Isn't she? Yeah. Don't worry more than you should about her, okay? I think you're Clem's favorite. You know that? Really? Yeah, she's a big fan. You get away with shit I never would. We're getting her back, Lee. You know that, right? Der Typ scheint ein bisschen ordentlich zu sein. Ja. We get this fucker. We'll get out of sight and leave you with him. You get me? I get you. I'll see if we can make it out to that bell tower. Okay. Be careful, though. I don't want you going any sooner than you have to. Thanks. Können wir nochmal versuchen zu klettern? Kannst du ja alle machen, aber wie gesagt... Aber wir haben ja die Leiter! Ja, zum Beispiel. Da kamen wir ja her. Lass uns mal das Schild betrachten. Ja, no. Hospital must have run out of doctors. Ja. Passiert, ne? Eine eindeutige Aussage. Aber hätten sie das nicht mal ordentlich schreiben können? Wir wissen beide, was das heißt, dann wird das der Rest der Bevölkerung ja auch wissen. Whoa, you need some help with that? I got it. Ja. Damn it. Wird eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Mhm. Deswegen soll man auch immer eine Leiter festhalten, wenn jemand da drauf steht. Draw as many as we can this way. Get down off the roof on the opposite side and bust our asses getting back to the mansion. Hast du von diesen Prothesen gehört, wo man dann, die mit den Nervenenden verbunden wird und wo du dann die Hände wieder bewegen kannst? Voll geil. Have to decide who takes a risk like this. Muss aber auch umständlich lernen, erst. What's the worst that could happen? Sowieso lernen müssen, I get bitten so again. Arsch bist, aber so we're agreed then. Ich habe letztens gibt viele, die kommen damit durch. Also, was heißt, ja, also die können halt damit gut leben, ne? Ja. Ich habe letztens Home of the Brave gesehen. Der Film war auch gut, aber er war auch krass.
kenne ich gar nicht. Musst du dir mal angucken, das ist ein guter Film. Ein 23-jähriger US-Soldat, der 24-jährige, der wird halt, wird bei der Explosion verletzt, verliert halt die Hand. Sprech mal halt lauter. Ist die halt auch irgendwie später als Lehrer tätig. Und das ist schon krass. Ah ja. Alter, dass der nicht mehr blutet, wundert mich. Oh, das ist jetzt doof. Volltreffer. Fuck. Ob der tot ist, wird's Holy shit, man. Are you okay? Yeah, I'm fine. I was wishing I had my other hand. No shit. Try to find another way out of there. Klingel. Willst du jetzt wirklich an dem Seil ziehen? The exit in here is locked. Na gut, haben wir das schon mal geklärt. Ich hab wahrscheinlich keine andere Möglichkeit. A few solid rings of this and there'll be thousands down below. Ja, eben deswegen, ja. Bist du dir sicher? Mittagessen, Jungs. Übelst an Resident Evil 4. Dafür muss ich gerade an Essen auf Rädern denken. They're coming this way. Tons of them. Alter. Jesus. Now get back here. Ja, was hat's jetzt gebracht? Ja eben, was soll er jetzt gebracht haben, dass wir die Viecher jetzt auf uns aufmerksam gemacht haben? I think I have to jump. There's no way back. You can make it. It ain't that far. It's not that far, just a little high. Ein kleiner Sprung für mich, aber ein großer für die Menschheit. Ja, da springst du da jetzt wirklich? Holy shit! Ja, mit einem Arm, ne? Wenn er das schafft, dann hat er Paralympics Gold. Au! Der ist voll mit dem Arm stumpf auf das Metall geschlagen. Good goddamn leap, pal. Let's get the hell off this roof. Er hat mal 10 Minuten seinen Arm verloren und macht wieder Höchstleistungen. Natürlich. Ich gehe gern an mein Limit. Dein Limit, ey. Alter. Eiskalt. Glasklar. Vodka Gorbatschow. Du hast vergessen und absolut rein. Naja. Jetzt kriegen wir den Werbevertrag wieder nicht. Ja, dann müssen wir das nochmal. Ja, dann müssen wir jetzt nochmal komplett neu anfangen. Ja, wir schneiden euch mal eben raus und kommen dann gleich wieder. Come on. So schneidest du dann aber. Fuck on! Well, we're not coming back here after we find Clem. Who? Fuck! How could this happen? Clementine. She gave him the boat? She... Glaubst du wirklich, dass die ihm das Boot gelassen hat? Keine Ahnung. Hey, guys. No, Clementine's not with the boat. Vernon and his crew took it. No fucking way! The invalids? Their actions contradict your characterization, but... Den sehen wir nie wieder. Na, right. Vielleicht hätte das Boot keinen Benzin. Invalids. They're just people. People have been dealing with shitty situations even longer than we have. Alter, mein Bein klebt ein. Dann setz dich doch anders hin. Their Make-A-Wish was a fucking boat ride. When I find them, I'm gonna rip their throats out. We'll never find them. I can't believe they did this to us. Sick. It really is. They use your goddamn sympathy for sick folks and then stab us right in the back. Also in diesem Fall muss ich dem Kenny ja mal recht geben. They've been living like ghosts forever and they were fed up. That's it. He says he feels bad about leaving Clementine behind, but the boat was an opportunity they couldn't pass. Schade, dass wir Vernon nie wiedersehen werden. Du, dem würde ich sowas von gerne in die Fresse polieren. Den sehen wir noch. Meinst du? They fucked us. Ich glaub schon. Schlimmstenfalls in the 400 days, ne? Ja, vielleicht. Das könnte sein.
Aber das kommt ja dann auch demnächst, denke ich mal. Ja, kann ein bisschen länger dauern als der normale Abstand hier von 4-5 Tagen zwischen Episoden, weil wir das ja runterladen müssen. Aber kommt auf jeden Fall irgendwann. Ja. Everything is so fucked. Clementine is still out. So we get Clementine and then what? We get the fuck out of cities. I'm done with cities. Mach du doch mal weiter, ich muss mal eben meine Uhr reparieren. Hör auf zu stöhnen. Then don't. Go your own way. Mein Gott, bist du gerade gekommen oder was? You wouldn't have had a boat to lose without us. So shove it, okay? So. Wofür man Haustürschlüssel nicht alles gebrauchen kann. Nothing has changed, has it? Nothing has changed. Und Uhr reparieren. We stay the course. Ich habe letztens eine richtig geile Uhr gesehen. 400 Euro. Ich habe letztens eine geile für 300 gesehen. Die werde ich mir eventuell nächstes Jahr holen. We can do this in the yard. Weil die konnte einiges. Die war wirklich geil. Was konnte die denn alles? What do you think, Lee? What do we do now without a bomb? Well, I know you two are just gonna look out for number one. And number two. You know, yourselves. It's not like that, man. Bullshit, it's not. Don't engage him, Omid. There's other shit at play, all right? What, you got the boat hidden somewhere? Shut up, dude. Watch your mouth. Get out of town. Das musste mal gesagt werden. Ja, hat denn gar nichts gesagt, oder was? We know what you're gerade gar nichts sagen. This is bullshit. You might not even be around. So, with all due respect, Lee, his opinion doesn't carry a lot of weight. Hey, it's still his little girl out there. She's number one. That's the end of that, okay? But what about... Kopffuttern! Here they come! In the house! Ja, super. Das ist das erste Mal, dass Lee bei einer Entscheidung nichts sagen konnte, dass wir da nichts gesagt haben. Ja, aber genau deswegen hab ich's mal genommen. Wenn wir jetzt den Nigel... We can secure this place. Krista. Search the house for weapons. On it. Kenny. Help Krista. Was ist mit ein paar Möbeln? Omi. What is it? Everyone, help Omi now! Oh. Warum geht denn die Klappe nicht? Die war elektrisch. Elektrisch. Lee, nee, ich glaube, das war für den Hausalarm. Für die Alarmanlage. Hurry! Wie jetzt? Ich soll dem Typen... Ja, Messer. Einfach Messer, schnell. Ja, reicht. Hackebeil. Und ab dafür. Take your goddamn arms off! Habt ihr die Säge nicht mitnehmen können? Damit hast du mir doch auch den Arm abgeschnitten. Und. Um. Holy fuck, war das knapp, ey. Ein bisschen, ne? Now what? Eintopf. This is a big, sturdy house. It'll hold. Bist du da sicher? Nö, aber ich will die aufbauen. So viel dazu. Ich wollte die aufbauen. Aufbauen. Shit. Get upstairs! Go! Ey, das ist doch unser Weichkäse gewesen. Ah, war das nicht Brie? Nee, fehlte denn nicht der Darm? Ja, aber die sah auf jeden Fall so aus. Ja. Das ist die Hörte, ja? Ja. Die Frisur hat auch gepasst. Hätte sein können. Aber mit dem Stumpf davor schieben. Ja, das ist besondere Umstände erfordern besondere Taten. Ich bin jetzt gespannt, ob die den einfach nur da vor die Tür, Treppe stellen oder ob die den da runterrasen lassen. Everyone get to the end of the hallway. This will slow him down. Get to the end of the hallway. Take a fucking stand. Komm runter. Das sieht jetzt, das ist ein geiles Bild. Ja, ne? Das nehmen wir auf jeden Fall für. Das ist, würde ein gutes Thumbnail abgeben, ja. We go for it. How many bullets y'all have? Notiere ich mal eben, dass es bei 30 Minuten war. Alles klar. Damit ich daran wiederfinde. Ich muss noch daran denken, dass ich mir das notiert habe. Daran erinnere ich dich. Kannst du gerne machen. Kann ich unsere Kaffeebestellung ja wieder löschen? Boah, ich liebe den Block. Echt? Morgun, Alter! Ja, dann spielen wir weiter, Morgun! Scheiße, ich hab keine Munition mehr. Du hast keine Munition mehr. Ich hab keine Munition mehr. Me too! Fuck! Where do we go? There's no goddamn opening! Aber ich hab noch ein Messer! Ja!
mit dem Messer gegen C. Machst du dann so Roundhouse-Kick? Ja, klar. Nur halt mit dem Messer. Komm mit einer Messer. Mit einer Messer. Komm mit einer Messer. Komm mit einer Messer zu einer Schießerei. Geschlossene Gesellschaft. Wie geil ist das denn? That could have gone better. Everyone okay? Huh. Lee's still bitten. Shut up. Okay, let's get out of here and keep moving. Kid's right. We gotta keep moving. Think there's any chance we get Clem and catch up to those goddamn thieves? I don't know. Maybe. Well, we're not going out through this window. No latches, no roof access, and 30 feet straight down. Anyone have any ideas? I bet this guy would. He's got a resourceful air about him. Knock it off. Dixon Kent the Dixon. Damit können wir den Kettel einschlagen. Christa. Just trying to lighten the fucking tone. Kannst du dich noch an die Büste aus dem Bett erinnern? Not stupid jokes. Ja. Damit konnte man die auch immer erschlagen. Hab ich, glaube ich, aber nie gemacht. So, no ideas then. Welches bisschen rabiat. Can't we fight our way back through the house? I've got a weapon. What else do we have?